Aloha, ich grüße euch. Ich habe heute für euch einen kleinen Action-Haul und ein Craft-Update. Ich habe getestet den Aquarellkasten von Action. Upsi, da ist was rausgefallen. So. Und ich habe gebastelt mit den neuen Papieren von Kraftkonsortium. Und wenn ihr das alles sehen wollt, dann bleibt dran. Ich habe eine super Neuigkeit für euch. Seid gespannt. Bis gleich. Nach dem Intro geht's los. Schön, dass ihr dran geblieben seid. So, ich arbeite das jetzt mal Stück für Stück ab mit der super Neuigkeit. Die kommt aber gleich erst. Ich war im Action, wo auch sonst. Und es gibt dieses Juteband 1,99. Was steht drauf? Dekorationsrolle aus Jute. Und zwar einmal in diesem Farbton. Ich kann das hier mal so ein bisschen festgenäht, dass ihr das sehen könnt. Ne? Schön für Mixed Media oder andere Projekte. Und einmal dieser Farbton. Ziehe ich auch mal raus, das ist festgenäht. So, ich halte es mal nebeneinander, dann könnt ihr die Farbtöne sehen. Neu, da wo die Kunstblumen sind, lagen die bei uns. So, einmal das. Dann gab es diese Mini-Sticker-Bücher in der Kinderabteilung. Da gab es noch mehrere von. Ich habe aber nur die mitgenommen. Ich glaube, unter 50 Cent. Ich weiß es nicht. Und zwar von AVEX, Stickerbook, Icons, Sweet Party und Unicorns. Da gehen die ganz kurz durch. Hier hinten sind alle drauf, die drin sind. Also das hier ist sehr, sehr glitzerig. Also die kann man auch kaum erkennen. Ist nicht so meins, aber da sind natürlich hübsche andere Sticker drin, die man auch. Ja, für den Briefumschlag, fürs Bullet Journal, fürs Filofax oder, da sind der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt, nutzen kann. Wie gesagt, das hier ist mir too much, aber die hier sind wieder total niedlich. Na, hier mit dem Blender, also mit dem Mixer, mit der Schreibmaschine. Ich finde es total süß. Dann hier wieder. Eieiei, ei, der Daus. Also ich müsste mal gucken, wenn man so einen einzelnen nimmt und den in Szene setzt, wie das aussieht. Aber so finde ich es schon richtig heftig. Aber hier wieder niedlich. Genau wie hier. Da haben wir wieder Glitzer hoch 3. Das hier und hier ist es wieder glitzerig. Und das war auch der erste Block. Dann haben wir hier Sweet Party. Ich kann euch auch das erstmal von hinten zeigen, aber das nützt, glaube ich, nicht ganz viel. So, und dann haben wir hier wieder alter Verwalter. Es glitzert und es ist Holo. Und dann hier die niedlichen Sachen. Das ist natürlich Geschmackssache, ist sehr kindlich. Das muss man mögen. Ja, wenn ihr es hier ein bisschen wuseln hört, dass meine Tochter, die ist gerade erwacht, möchte jetzt frühstücken, weil sie gleich zum Fußball muss. Und ja, noch was. Emmy hat heute Geburtstag. Emmy wird heute 10 Jahre alt. Emmy hat bekommen Hundepopcorn. Die mag das total gerne. Auch ohne Zähne funktioniert es. Also sie hat ja noch 2 Zähne, aber die kommen auch bald raus. Aber es klappt alles sehr, sehr gut. Also ich finde, da sind richtig niedliche Sticker bei. Aber es gab auch noch einiges Neues. Ich habe schon wieder vergessen, was war. Ich wollte es fotografieren, habe ich aber irgendwie ja dann doch nicht gemacht. So, dann haben wir hier Unicorns, also Einhörner. Ja, hier, man kann ja kaum was erkennen, ne? Also es geht nicht. Ich kann ja mal einen abmachen.
Mal gucken, ob ihr das dann eher sehen könnt, wenn man so einen einzelnen hat. Mal gucken. Ah, geht auch. Also es glitzert, es glitzert, es glitzert. Man kann es kaum erkennen. Also für mich wäre das sowas für einen Briefumschlag oder so, was hinterher eh dann wegfliegt. So, dann haben wir hier die schönen Einhörner. Ich finde die total niedlich. Da ist wieder wildes Glitzer. Und hier ist schade eigentlich. Ne? Also mir gefällt es nicht so gut, weil man auch kaum die Muster erkennen kann oder die Formen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Also da wäre ein bisschen weniger einfach mehr. So, und das war's auch. So, das waren die. Nein, es war noch nicht ganz. Und jetzt kommt die Sensation. Ihr Lieben, jetzt kommt die Sensation. Also nichts ahnend gucke ich dann ja in der Bastelabteilung. Und was kommt? Es liegt da im Regal. Die Blöcke, so wie sie früher waren. Ich hoffe, es ist eine frohe Kunde und ich hoffe nicht, dass es Restbestände waren. Ich glaube nicht, da ich... Ups, das ist der neue, also ne, ihr seht ja Unterschied, ne, seht ihr, dass die Qualität hatte sich ja geändert. Hier ist auch, also auch wenn man das abreißt, ist einfach Mistqualität hier. Ne, das reißt hier aus, das Deckblatt ist mir abgerissen und die waren ja jetzt überall in den Regalen und davon lag noch einer da und nachgefüllt ganz, ganz viele hiervon. Ich habe mir 8 Stück mitgenommen direkt. Und hoffe, dass die bei euch in den Regalen auch nach und nach wieder einziehen. Es ist wirklich wieder die alte Qualität. Ich habe direkt mir ein Blatt rausgerissen, also als ich zu Hause war, und direkt gestanzt. Und ihr seht, es ist wieder richtig, ne? Okay, fühlen könnt ihr nicht, aber mega. Ich freue mich. Ich habe mir Luftsprünge habe ich gemacht. Und ja, Preis... Ich habe das in den Niederlanden gekauft, war 1,79. Ich glaube, in Deutschland kostet 1,89. Aber ich hoffe natürlich für alle, Lucy ist hier gerade irgendwie, hat gerade Probleme, dass die überall Einzug halten. Und so, Achtung, Tierkörper. Ja, hier ist eine Menge was los, sonntags morgens. Das ist ein alter, also ein ganz alter mit der guten Qualität. Das ist der neue mit der guten Qualität. Und ihr seht, da ist wirklich es ist das Gleiche. Die Nummer ist auch wieder gleich. Und das ist der, ja, was soll ich dazu sagen, den sie versucht haben, uns unterzumogeln, aber leider nicht geklappt hat. Ich habe gehört, es haben sich ganz, ganz viele beschwert, was mich natürlich freut, weil wir wollen ja vernünftige Qualität. Wegen mir könnten die den auch 50 Cent teurer machen. Achtung, Tierkörper. Frau Schmidt. Ja. Und auch von rechts, Kalisi. Hier ist richtig was los. Ja, aber Blöcke, also ich hoffe, die frohe Kunde kommt bei euch an und ihr könnt mir mal berichten, vielleicht auch später oder unter anderen Videos, ob ihr da ein Auge drauf habt, ob ihr die auch wieder bekommt, würde mich total interessieren und ich freue mich für jeden, weil ganz, ganz viele haben gejammert, weil das so ein Allround-Papier ist und ich wirklich keinen adäquaten Ersatz gefunden habe. Ich habe mir Cardstock bestellt bei Amazon, 300er Grammatur. Es ist okay. Der kostet ungefähr das Doppelte wie das hier. Aber nein, werde ich nicht nochmal bestellen. So, das war jetzt mein Action Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt machen wir ein kleines Craft Update und ich zeige euch meinen Test, was ich gestern gemacht habe, während man so WhatsApp-Nachrichten abhört. Habe ich das alles fabriziert und zwar mit dem Kasten von Action. 3,99 gibt es aktuell dort zu kaufen. Ich habe ja schon einige von Action,
Ich matsche auch mit allen irgendwie rum, aber mit dem hier bin ich ehrlich gesagt nicht ganz so zufrieden. Es geht, ne, also es, man muss den Preis sehen, es ist okay, man hat eine große Farbauswahl, man hat die Metallic-Farben, die sind auch klasse. Ich versuche euch das so ein bisschen zu zeigen. Ich habe einfach vom alten Buch Seiten eingefärbt. Ob ich daraus Aufleger mache oder Sachen ausstanze, das weiß ich noch nicht. Hier habe ich das bunt eingefärbt und dann hier so geknuddelt, dass es so aussieht. Und ich hoffe, ich kann euch das gleich mal einfangen bei einigen Farben. Ja, hatte ich meine dunkle Phase. Und manches, das könnt ihr jetzt nicht so sehen, wenn ich mit den Metallic-Farben gearbeitet habe, glitzert, hat so ein Glimmer. Also das ist schon sehr schön. Also ich sag mal, für mich zum Matschen ist es okay, aber Action hat schon bessere Aquarellkästen rausgebracht. Hier ist zum Beispiel so ein Schimmer, aber ich glaube, den kann ich euch nicht einfangen. Einfach mal, ja, teils wiederholen sich die Sachen, aber was da alles möglich ist, hier habe ich das wieder drauf gemacht und dann im nassen Zustand einmal geknuddelt. Das kennt ihr noch von den Canvas-Papieren. Das Video verlinke ich euch mal. Könnt ihr mal schauen, was da alles möglich ist. Und finde ich eigentlich ganz cool. Hier habe ich wieder geknuddelt. Hier ist wieder so ein Schimmer, weil ich da Metallic grün oder blau, ja, ich glaube, so ein bisschen kann man es einfangen. Vielleicht liegt es auch am Papier, das ist ein ganz altes Buch gewesen. Und, also ist ja noch, ne, ich habe es hier ordentlich rausgerissen, ne, einfach Seite rausgerissen und dann gemacht. Und die Seiten sind schön dick. Da gucke ich immer drauf, wenn ich mir aus der Bücher-Telefonzelle was hole, damit ich das schön verbasteln kann. So, ja, es wiederholt sich hier immer. Also dafür ist es okay. Ich glaube, zum Malen hier ist, auch, ist es nicht okay. So, hier mal Kartenaufleger. Hier noch so eine Seite. Ja, dann habe ich das auf dem Aquarellpapier. Das ist aber das alte, also nicht das alte, das komische Aquarellpapier. Einfach mal so ein bisschen getestet. Das sieht jetzt komisch aus, aber das habe ich euch ja schon öfter gezeigt. Weil, oh Gott, wenn man das als Kartenaufleger macht und nur so ein Teil hat oder Sachen ausstanzt, sieht das richtig klasse aus. Ja, und hier einmal in Gelb. Ja, das war der Aquarellkasten von, ja, wer keinen hat, es ist okay. Aber wer schon welche hat, wartet lieber auf den nächsten von der Pigmentierung. Naja, es ist okay. Es ist okay, ich will den nicht ganz da zerreißen. Ne, man kann tolle Hintergründe matschen, aber ich glaube nicht, dass man damit malen kann. Aber ich denke, die, die Aquarell malen, die kaufen sich auch keinen Kasten bei Action. So, das war das. Dann wollte ich euch kurzes Craft-Update geben, was ich hier so gewerkelt habe. Einmal habe ich geschnitten wie ein Weltmeister. Ich habe hier, wir haben Unmengen an Altpapier. Das sind Lieferungen für meinen Mann, Katheter. Und da kommen ja monatlich Kartons ohne Ende. Unsere Papiertonne war voll. Und ich denke mal, wohin damit? Und dann habe ich mir, ja, Termiten, ihr hört es, denke, ach, innen ist das aber ganz schöner Karton, ne? Da mache ich mir Kartenaufleger raus. Und dann habe ich mir, ja, alle Kartons, fast alle, zerschnitten in Kartenauflegergröße. Und habe dann, Moment, ich muss es mal sortieren, ein paar Kartenaufleger gewerkelt. Einmal diesen hier. Ne, da kommt natürlich noch eine Karte drunter. Ich weiß aber nicht, welche. Hier würde ich die weiße wahrscheinlich nehmen. Ne, so. Einmal mit den tollen Stempeln von Action. Schönen Spruch drauf, ein bisschen erhaben draufgeklebt. Fertig. Ne, ganz schönes Kärtchen.
Dann habe ich diese hier noch gemacht mit dem Bär. Also die sind wirklich fantastisch, die Holzstempel. Für unter einen Euro. Und die stempeln so gut ab. Es ist klasse. Und auch schwarz-weiß, wenn ihr nicht kolorieren könnt, also auch so ein Monk sein wie ich und kolorieren, sieht das gut aus, wie ich finde. So. Ja, dann habe ich das hier noch gemacht. Okay, da passt das nicht hinter. Einfach eine alte Buchseite, das drauf gestempelt und hier auch liebe Grüße. Finde ich auch ganz nett. Und ich sehe gerade, ich habe hier das Licht gar nicht an. Ich könnte es noch ein bisschen heller machen. So, meine Tochter rührt gerade ihren Kakao. So, und dann habe ich hatte ja von Kraftkonsortium das Papier und einige haben ja gesagt, boah, ich wusste gar nicht, was ich mit dem Papier mache. Ne? Einfach draufgeklebt, das passt ja auch hervorragend. Dann hier so ein Happy Birthday und fertig wäre es. Man kann natürlich hier auch noch in Kraftfarben oder anders noch ein Herzchen ausstatten, noch ein Sternchen oder. Fantasie, keine Grenzen gesetzt. Und um euch das einfach mal zu zeigen, habe ich die einfach da mal aufgeklebt. Hier habe ich dieses Paisley-Muster und ich finde, das macht was her. Und einfach mal trauen, einfach mal mutig sein. Na, hier habe ich das. Nehmen wir mal einen anderen Kartenaufleger. Dieses Hellblau würde zum Beispiel, da passt ja vieles zu, weil das ja so Multi ist. Finde ich richtig schön. So, dann habe ich hier das Lilane noch und ihr seht, das ist hier die Pappe. Das heißt, ein stärkerer Karton dann schön drauf. Hier habe ich den nochmal so abgestempelt. Hier habe ich dieses, da könnte man dann auch, ne, einfach mal mutig sein mit dem Papier. Dann habe ich hier mit Watercolor einfach so einen Kreis gemacht und dann die Libelle drauf und auch hier Kärtchen fertig. Hier habe ich noch nichts weiter mitgemacht, aber da könnte man, ja okay, das Papier passt jetzt nicht, weil das ist das rosafarbene Aquarellpapier. Und hier will man mich nicht filmen lassen. Und hier diese Colors sind es, ne? So, Achtung, Tierkörper. Naja, so. Es soll nicht sein hier heute. So, habe ich sonst noch was gewerkelt? Nee, dann habe ich noch mal die Libelle, okay, die ist jetzt hier einmal nicht so gut abgestempelt. Hier würde ich dann irgendwie Glitzersteinchen hinmachen. Hier der Flügel ist nicht so gut. Aber ansonsten, ja, alles tutti. Also finde ich klasse. Dann habe ich noch mal ein bisschen rumgespielt, auch mit den, und zwar waren das die Farben, die Stempelfarben vom Action. Ich muss sagen, ich habe die noch nicht außer im Video viel genutzt. Die sind wohl sehr trocken. Also das muss ich wirklich, es sind trocken. Ich habe sie angespritzt mit ein bisschen Wasser und habe dann einfach mal so, ne, ein bisschen gespielt. Und der Tiger, ich finde den, der sieht richtig cool aus auf dem Zeitungspapier. Und hier der Vogel, naja, das ist eher nicht so. Und hier hatte ich den Vogel auch nochmal, aber der ist mir auch nicht gut gelungen. Aber ja, einfach mal einen Klecks aufs Papier machen, ne, und dann draufstempeln. Finde ich auch ganz nett. So, was hatten wir noch? Ach so, kleine Mini-ATCs habe ich gemacht. Ich, von den Maßen her passte das nämlich nicht, dass ich nur die Kartenaufleger gemacht habe. Blieb immer noch ein Stück übrig. Da habe ich mir gedacht, was mache ich? Ich mache einfach mal ATC-Rohlinge. Ne? Okay, müsste ich hinten natürlich nochmal irgendwie, das könnte ich bestempeln. Da steht jetzt Hollister drauf. Irgendwas draufkleben. Aber da habe ich mir eine ganze Menge Rohlinge geschnitten. Und ein paar habe ich einfach gemacht. Das ist noch nicht fertig. Und zwar mit dem Kraftkonsortium Zirkusstempel. Da habe ich 9 Stück gemacht. Mit der, ne, damit ihr die auch mal so abgestempelt sehen könnt. Ist witzig. Ist ganz, ganz nett. So. Ja, das war mein Craft-Update und getestet. Wie gesagt, hier Spritzer Wasser drauf. Das hatte mir eine Abonnentin unten drunter geschrieben. Versuche mal ein bisschen Wasser drauf zu sprühen. Ich weiß gar nicht, ob das für diese
Farbverlaufstempel gemeint war oder für diese hier. Aber wie gesagt, sie waren sehr trocken. Ich kann euch das auch noch mal kurz zeigen. Wir nehmen hier einfach mal eine Buchseite. Was habe ich gestern nicht genommen? Ich glaube, das habe ich nicht genommen. Ich weiß es aber nicht. Ne, hier, ihr seht, da kommt... Ja, okay, wenn ich jetzt ein bisschen drehe, kommt was. Aber wenn ich einfach so mache, kommt so gut wie nichts. Und dann nehmen wir einfach mal hier meine Sprühflasche. Ups. Und dann ist da schon mehr Wumms hinter. Ne? Aber ich meine, was haben die gekostet? Unter 3 Euro. Was will man da erwarten für 12 Stempelkissen? Ich finde die trotzdem klasse. Und ne, schmeißt sie nicht weg. Aktiviert die ein bisschen mit Wasser und dann funktionieren die auf jeden Fall auch zum Matschen. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mir doch ein Däumchen da. Abonniert meinen Kanal. Das ist und bleibt kostenlos. Ihr würdet mir eine richtige Freude machen, mich unterstützen auf meinem Weg bei YouTube. Und ja, kommt in meine Facebook-Gruppe. Macht mit beim ATC-Tausch. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund. Wir sehen uns. Tschüss.